Wir sind bei 3M und schauen uns heute mal an, wie viel Lack wird denn beim Schleifen eigentlich abgetragen und wie viel Staub entsteht dabei. Es ist ja immer die Gretchenfrage, was ist eigentlich schonender für den Lack? Einmal ordentlich schleifen oder etwas länger polieren? Wir wollen heute einfach mal verschiedene Schleifprozesse und auch Polierprozesse gegenüberstellen und vergleichen, wie viel Lack wird abgetragen, um mal so ein bisschen festzulegen, was ist eigentlich der lackschonendste Prozess, Lack zu bearbeiten in dem Sinne. Gleichzeitig gucken wir uns mal gerade bei den gröberen Schleifkörnungen an, wie viel Staub entsteht dabei und wie sollte man sich dafür schützen. Wie ich bereits gesagt habe, sind wir hier bei 3M und ich habe mir einen Experten dazu geholt, der uns dabei unterstützen und anleiten wird. Christian, Anwendungstechniker bei 3M. Du hast hier alles schon mal vorbereitet, hast nur beste, modernste Geräte und eine Haube, an der wir arbeiten können. Ich bin echt gespannt aufs Video. Unsere Testhaube oder unser kleiner Versuch ist wie folgt aufgebaut. Wir haben hier ein kleines Gitter abgeklebt, auf dem wir die verschiedenen Körnungen, wie sie hier stehen, beschleifen werden und hier im unteren Bereich polieren werden. Ich werde es auch immer noch mal ansagen, keine Sorge, falls du meine Schrift nicht lesen kannst, macht das gar nichts. Gleichzeitig haben wir hinten einen Flipchart aufgebaut, auf dem wir die Ergebnisse notieren. Wir messen gleich alle Flächen einmal durch und notieren die Vorherwerte. Wir werden immer 4 Referenzmessungen oder wir nehmen 5, einmal jeweils aus und einmal in der Mitte und machen dann Durchschnittswert, dass wir da wirklich einen vernünftigen Bereich haben und gucken uns vielleicht auch einfach mal den Mittelwert als Referenz an, schreiben den auf, schleifen die einzelnen Bereiche dann durch und gucken uns mal an, wie viel Lackabtrag ist hier eigentlich entstanden und gleichzeitig Abkörnung 1500 schauen wir uns an, wie viel Staub entsteht da eigentlich. Das können wir machen, weil 3M einen Zyklon hat, so heißt er richtig, glaube ich. Der sammelt den Staub, macht ihn einmal darstellbar und wir können ihn am Ende umkippen, also in einen Messbecher umkippen und wiegen und sehen auch mal, wie viel Staub entsteht bei den Schleifprozessen. Wir fangen im oberen Bereich mit dem Lack-Finish-Bereich an, der wirklich auch für uns jeden Tag relevant ist, wollen uns aber auch mal darunter angucken, was macht denn eigentlich ein Lackierer, wenn es mal gröber ist, wie viel Lack wird denn da abgetragen und wie viel Staub entsteht dabei. Ich würde sagen, genug der Vorrede, lass uns einfach direkt starten. Christian, du hast uns ein spezielles Messgerät mitgebracht. Was kann das besser als das, was wir so nutzen? Ja, das ist ein lackschichtiges Messgerät. Das ist sehr genau. Das ist im Mühbereich. Wiederholgenau können wir hier ablesen. Und wir werden einfach hier in dem Zentralbereich 4 Messergebnisse haben, wo wir dann einen Durchschnittswert angeben können und sehen, wie viel wir da wirklich abgetragen haben. Okay, einfach mal für euch zur Relation. Unsere handelsüblichen Messgeräte liegen ja irgendwo so anfangen bei 100 bis vielleicht 300 Euro. Das Gerät ist deutlich vierstellig. Ich habe gerade mal geguckt, gebraucht bei eBay 1200 Euro. Also einfach nur mal zur Einordnung, dass wir ein präzises Instrument haben. Christian, du misst, ich schreibe, würde ich sagen, und dann fangen wir an. Ich addiere jetzt die Werte, teile sie am Ende durch 4 und habe hier einen Durchschnitts. Vorherwert von 188 μ bei der 8000er Fläche. Super, dann haben wir einen Ausgangswert. Wir fangen an, Körnung P8000. War ja ein Feuchtschleifsystem bei euch, das heißt, das Thema Staub entfällt hier. Aber wir werden natürlich dann mal sehen, wie viel Lack abgetragen wird. Ich würde sagen, du bist der Experte, schleif doch gerne mal die Fläche. Gerne. Das heißt, wir haben ungefähr einen Abtrag von roundabout 10 μ. Next step. Weiter geht's mit dem 3000er. Wir sind jetzt immer noch im Feuchtprozess, das heißt, wir haben immer noch keine Staubentwicklung. Deswegen, wir fangen jetzt mal an, Christian. Ich bereite die Uhr vor. Du kannst dich schon mal bereit machen. Auf die Plätze, fertig, los. Stop. 194. So, sogar ein weniger. Wir haben jetzt zwei Werte, die sind aktuell ein bisschen auffällig, gucken wir uns aber später nochmal an. Wir machen erstmal in unserer Testreihe weiter. P1500er Korn und zwar trocken. Das heißt, der Staubwert ist relevant. Wir messen auch den Staub und nehmen ihn auf, damit wir später die Grammzahl vergleichen können. Bevor wir anfangen zu stauben, wollen wir vielleicht mal kurz unser Auffanginstrument erklären. Christian, erzähl doch mal bitte, was das Gerät macht. Ja, das ist unser sogenannter Zyklon. Mit dem können wir ganz einfach darstellen, wie viel Staub wir gerade produziert haben, da wir über die Maschine hier absaugen und es wird alles in den Behälter hier gesammelt. Wunderbar, dann würde ich sagen, P1500 ist an der Reihe. Starten wir mal mit der ersten Staubkörnung sozusagen. Das ist doch schon erheblich, was darunter kommt.
hatte zwar keine Relation dazu, aber schon eine ordentliche Menge. Also ein guter Teelöffel hat sich da schon drin gesammelt. Und genau deswegen kann man sich vorstellen, warum es auch bei uns im feineren Bereich immer wieder zu der Empfehlung kommt, Gesundheitsschutz anzulegen. Absolut. Wenn man das einatmet, nicht so schön. Okay, dann messen wir mal die Schichtdicke, die verbleibende, also was abgetragen wurde. Das stellen wir erstmal zur Seite und wiegen das nachher mit allen anderen Bechern zusammen und gucken mal, wie viel Gramm Lack wir denn im Becher haben. Also bei einer Halbierung der Körnung haben wir gerade mal 4 μ mehr, also 4-5 μ. Das ist auch so, was du erwartet hättest, oder ist das für dich überraschend? Ja, in dem Bereich ist das jetzt nicht überraschend, aber es kommt natürlich auch immer auf die Lackhärte an in dem Fall. Wunderbar, dann würde ich sagen, das ist jetzt unser Bereich, der ist üblich für uns, damit arbeiten wir. Jetzt kommen wir in Körnungsbereiche, die sind deutlich gröber. Christian, was macht man mit dieser Körnung? Das sind übliche Körnungen aus beispielsweise unserem Schleifprozess, weil wir sind ja hier oben in einem Bereich unterwegs, wo sich Aufbereiter wiederfinden. Allgemein nach der Lackierung sind das genau die Körnungen, womit wir im Klarlack arbeiten. Aber jetzt gibt es ja auch die Kratzer, die man nicht mehr mit einer Aufbereitung oder mit einem Polieren retten kann, mit der Körnung. Und dann gibt es unseren Schleifprozess und der fängt an mit einer Cubitron 150 Plus Körnung. Wir arbeiten uns vom Groben dann ins Feinere, wo wir dann nachher die verschiedenen Füller-Applikationen, Basislack-Applikationen, Klarlack-Applikationen aufbringen können. Umso feiner müssen wir uns natürlich nach oben arbeiten. Eine ganz elementar wichtige Körnung in unserem Schleifprozess ist die 150 Plus Körnung. Auf die Plätze, fertig, los! So, wir haben jetzt hier einen Durchschnittswert von 131 μ, das heißt ein Abtrag von ca. 50 μ. Ist natürlich ein massiver Unterschied. Deswegen weiß ich jetzt auch, warum du sagst, da sind wir im Lackierbereich und nicht mehr in der Oberflächenbearbeitung. Das ist natürlich schon ein relativ großer Lackabtrag. Ich bin gespannt, was 320 μ runternimmt. Fertig, los! Das heißt fast ein Abtrag von 100 μ. Also 99 μ haben wir einmal hier den Abtrag verdoppelt, obwohl die Körnungen sich nicht mal ganz halbiert haben. Also wirklich schon deutlich mehr Abtrag, deutlich gröber. Wobei man hier sagen muss, Christian, ich glaube, hier war das Cubitron das erste Mal im Einsatz. Ne? Also eine andere Schleiftechnologie. Dann noch der letzte Wert, 150, 150er plus. Null. Ich glaube, da müssen wir nicht messen. Wir sehen hier auch schön mal den Lackaufbau. Wir sind hier direkt auf dem Blech, auf dem Untergrund. Dann kommt der Füllerbereich, dann noch ein bisschen Basislack und hier noch ein Klarlack. Das heißt, hier brauchen wir nicht messen. Wir sind bis zu auf Null. Das heißt, um die 200 μ Abtrag in 10 Sekunden. Jetzt wollen wir auch mal quantifizieren, wie viel Lack abgetragen wurde. Das heißt, wir haben uns eine sehr genaue Waage hingestellt und werden jetzt mal abwiegen, wie viel Lack abgeschliffen wurde, bzw. abgesaugt wurde, ist ja das Genauere. Das heißt, wir stellen die einmal auf Null, also haben den Becher als Referenzwert. So, Christian, ich würde sagen, du wiegst mal durch, angefangen von 1500 nach grob und ich schreibe die Werte mal auf. Super. Beim 1500er sind wir bei 0,32 Gramm. Dann sind wir bei 0,36 Gramm beim 500er. Beim 320er sind wir bei 1,12 Gramm. Und beim Cubitron 150 Plus sind wir bei 2,01 Gramm. Spannende Frage für mich. Was passiert jetzt beim Polierprozess? Wir haben wieder drei Felder vorbereitet. Schleifpolitur und Finish, eine typische One-Step-Politur und nur eine Finish-Politur. Gleiche Prozedere. Wir polieren 10 Sekunden pro Fläche. In dem Fall bei zwei Polituren natürlich 20 Sekunden. Messen nach und gucken mal, ob wir vorher, nachher auch was messen können. Christian, du bist ja schon bereit. Ich würde sagen, deine Zeit läuft ab jetzt. Zusammenfassend betrachtet haben wir eine relativ kleine Steigerung innerhalb dieses Schrittes vom Fein in den Grobschliffbereich und dann auch wieder geschuldet dem Cubitron wahrscheinlich einen extremen Unterschied mit einer fast Verdreifachung von dem 500er zum 320er und dann nochmal wieder eine Verdopplung vom 320 zum 150. Hast du das so erwartet? Ja, ich habe auf jeden Fall den Sprung zur Cubitron-Technologie und dann den erhöhten Absaugwert
erwartet, ja. Das heißt, zusammenfassend können wir sagen, selbst bei 1500 ist Arbeitsschutz schon echt wichtig, ne? Genau, deswegen empfehlen wir es auch genau so, weil das in dem Bereich anfängt, extremst wichtig zu werden. Wunderbar. Dann fehlt uns jetzt noch eine Auswertung, nämlich die vom Polieren. Und wir haben ja hier so eine kleine Messungenauigkeit. Das heißt, wir werden den 8000er nochmal wiederholen und mal gucken, ob sich der Wert hier ändert, ob wir uns vielleicht hier vermessen haben. Genau. Wir haben jetzt hier nochmal eine Testfläche markiert und haben uns einen tiefen Kratzer in den Lack gemacht, damit wir die Messpunkte sowohl vor dem Schliff als auch nach dem Schliff messen können, weil der 8000er Schliff wird diesen Kratzer nicht entfernen. Und dann haben wir wirklich nochmal ein genaues Ergebnis, um das hier nochmal zu validieren. Rund 2 μ Abtrag. Das wird ja schon, da kommen wir der Sache schon viel näher. Wunderbar, unseren Messfehler haben wir geklärt. Jetzt der letzte Schritt, mal gucken, ob wir auch bei den Polituren einen Unterschied messen können. Da bin ich sehr gespannt drauf. Rund 4 μ im Abtrag. Mal schauen. Ich glaube, wir können festhalten, dass dieser Bereich zum einen sehr ähnlich vom Abtrag mit dem 8000er ist, also alles im Bereich jetzt bei den 10 Sekunden, die wir angelegt haben, bis zu 5 μ, sage ich mal. Das würde ich einfach als Messtoleranz abtun. Hier ist kein maßgeblicher Abtrag in 10 Sekunden zu sehen. Genauso wie hier. Was interessant ist, dass wir bei einem Schliff eine ähnliche Grobheit haben wie bei einer Politur. Und das kann man dann an dem ähnlichen Maßstab ansetzen. Aber wir fassen jetzt unsere Ergebnisse alle nochmal auf der Haube zusammen und sprechen noch einmal final über die Auswertung. Also zusammenfassend, neben unserer Staubthematik, die wir ja besprochen haben, nochmal die Werte. Beim 8000er Bereich, ähnlich wie bei allen Polituren, mit Messtoleranzen nahezu nicht messbar, also bis zu 5 μ. 3000er Schliff schon messbar, 9 μ. 1500er Schliff 13 μ, also nochmal eine Ecke gröber, aber auch gar nicht so viel gröber dafür, dass wir halb oder doppelt so grob schleifen. Dann, wenn wir im Bereich Lackiererschliff, so nenne ich es jetzt mal, kommen, schon deutlich mit 50 μ massiver Lackabtrag, 99 μ bei der 320er Schleifscheibe und komplette Entfernung bei der 150er Schleifscheibe. Natürlich muss man jetzt noch bedenken, dass es jetzt 10 Sekunden Schliff war. Ne? Also wir haben jetzt hier kein homogenes Bild erzeugt und einen Kratzer rausgeschliffen. Aber ich glaube, man kann mal ganz gut einordnen, wie grob diese verschiedenen Schleifmittel sind und auch die Politur. Also es ist gar nicht so ein Riesenunterschied, ob ich 3000er Schliff mache oder eine Schleifpolitur. Da bin ich vielleicht mit dem 3000er Schliff schneller, wenn es um Thema Kratzer geht. Andersrum, wenn ich vielleicht das gesamte Lackbild verbessern will, bin ich mit dem 8000er Schliff kontrollierter als im Bereich der Schleifpolitur. Oder Christian, was sagst du dazu? Ja, sehe ich genauso. Ich sehe als wichtige Info hier auch, man sieht, wie fein man mit einem 8000er schleift. Aber der 8000er ist im Endeffekt so stark, dass ich damit Schleifriefen des 3000er auch eliminieren kann. Und deswegen, aber durch den Einsatz vom 8000er kann ich mir meine Polierzeit dann wieder verkürzen. Aber ich finde auch tolle Ergebnisse. Und dann kann man mal aufzeigen, wie das Thema Staub dann doch, wie wichtig das Thema Staub da draußen eigentlich gesehen werden muss. Absolut, von daher der Appell im Bereich, im Feuchtschleifbereich, haben wir natürlich eine gute Staubbindung in den Körnungen, in denen wir arbeiten, ab 1500er Papier. Bitte Leute, denkt immer an die persönliche Schutzausstattung, weil wir haben zwar nur 0,3 Gramm Staub aufgefangen, aber da war ja auch noch was auf dem Lack. Das heißt, rund ein halbes Gramm Staub, was irgendwo rumfliegt, muss man nicht einatmen, glaube ich, braucht keiner. Immer dran denken, schützt euch bei der Arbeit, ihr wollt es ja noch ein paar Jahre machen. Ansonsten, Christian, hast du noch was anzumerken zu unserem kleinen Versuch? Nicht nur das Thema Gesundheitsschutz für mich selber ist in dem Bereich Staub wichtig, auch das Thema Zusetzverhalten des Schleifmittels ist immer wieder ein Thema. Bedeutet, wenn ich mit Absaugung arbeite, kann ich mir auch das Zusetzen der Schleifmittel verringern. Und deswegen ist auch immer schon wichtig, mit Absaugen zu arbeiten. Das heißt, du hast ein besseres Ergebnis und im Feinschleifbereich könnte man vielleicht anpassen, regelmäßig das Schleifmedium ausspülen, entstauben, damit man wirklich genau ein gutes Ergebnis hat. Im groben Bereich reden wir dann von sogenannten Clogging. Das heißt, wir setzen das zu, wir schleifen da auch dann kleine Riefen wieder rein. Und im feinen Bereich ist es natürlich immer wieder wichtig, auch mit sauberem Material zu arbeiten, nicht mit altem Substrat im Polierschaum, sondern auch immer wieder den Polierschaum auszuwaschen. Super. War für mich echt ein spannendes Ergebnis. War sehr interessant, das mal so darzustellen. Ich hoffe, dir hat es auch was gebracht. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Hau rein.